Wir machen heute einen epischen Vortrag. Den wollte ich eigentlich mal dem Robert geben, aber ich glaube, ich erzähle lieber über mein Lieblingsthema, über Sicherheit. Da kann ich ein bisschen mehr dazu beitragen. Wir wollen uns heute mal ein paar Sachen anschauen, was WordPress uns denn schon für Möglichkeiten liefert, dass wir als Entwickler sichere Plugins und sichere Themes schreiben können. Ganz kurz zu meiner Person. Ich heiße Stefan, falls mich draußen einer ansprechen mag. Herr Krämer ist mein Vater. Also wir sind da gerne per Du, auch wenn ich schon im fortgeschrittenen Alter hier bin. Ich bin freiberuflicher Systemberater für alles, was einen Apfel auf dem Gehäusedeckel hat, was Webgeschichten angeht und ein paar Telefonanlagen habe ich auch noch. Das verhäkle ich alles immer ganz gern. Ich arbeite zwischenzeitlich seit 10 Jahren mit WordPress. Am Anfang nur so rein für mich selbst, bin zwischenzeitlich eine Stufe weiter oben angekommen, indem ich als Contributor auch tätig bin, im Wesentlichen für WordPress TV. Ich freue mich dann, wenn ich mich dann selber wieder im Fernsehen sehen kann. Bin auch Mitgründer vom WP Meetup in Franken, arbeite so ab und an mal an ein paar Übersetzungsdingen mit, insbesondere jetzt, wo wir die Plugins neu dazu bekommen haben, ist da viel Arbeit. Ich bin Speaker und hoffentlich kann ich von mir nächstes Jahr Mitte April behaupten, auch erfolgreicher Lead Organizer von einem WordCamp. Kommen wir noch zu. Und ansonsten, das Thema Sicherheit und Administration beschäftigt mich zwischenzeitlich auch nochmal beruflich in Sachen WordPress. Das, was ich auf der Mac-Seite da gelernt habe, bringe ich über AdminPress jetzt in Richtung WordPress mit rüber. Nehmen wir doch mal einen Blick auf mögliche Angriffsvektoren. Es gibt eine Institution, die nennt sich OWASP, Open Web Application Security Project, eine ähnliche Community-Veranstaltung wie auch WordPress eine Community-Veranstaltung ist mit entsprechenden Meetings, mit Conferences. Die machen regelmäßig so eine Top-10-Liste von Bedrohungsszenarien. Die hier ist jetzt aus 2013, die davor war 2010. Das heißt, wir haben jetzt irgendwann demnächst vielleicht auch mal noch ein bisschen was Neues, was wir zu sehen kriegen. Mal gucken, vielleicht erfahren wir Anfang Dezember, gibt es eine Konferenz in Frankfurt, vielleicht gibt es dann ein paar Ankündigungen dazu. Was man auf jeden Fall schon mal sehen kann bei der Verbreitung, was da raussticht, mit außergewöhnlich häufig dieser lilane Block, das sind Cross-Site-Scripting-Attacken. Ein zweiter wichtiger Bereich, den wir in der Entwicklung adressieren können, ist das Thema A1 Injections, SQL-Injections klassisch. Und auch die Nummer 8, CSRF, Cross-Site-Request-Forgery. Kommen wir nachher nochmal genau zu, was das alles ist. Das ist auch so ein typisches Szenario, was auf der Dev-Ebene läuft. Ein paar andere Geschichten sparen wir uns heute hier bewusst aus. Also zum Beispiel A5-Konfiguration. Da haben wir eben, wer unten im Saal, was war es, 2 dabei war, zum Thema, wie konfiguriere ich mir einen Apache oder einen Webserver ganz allgemein. Da waren ein paar Hinweise zu dem Thema drin. Das ist mehr so das Operation-Thema, nicht das Entwicklungsthema. Genauso auch sensible Daten A6. Wenn ich sowieso über sensible Daten über eine unverschlüsselte Verbindung schicke, kann ich als Entwickler machen, was ich will. Das passiert nachher auf der Betriebsebene, nicht mehr in der Entwicklungsebene, um die wir uns heute kümmern können. Ich kann es euch leider nicht ersparen. Ein bisschen Legaldefinition. Cross-Site-Scripting, XSS, also das Ausnutzen eines an sich vertrauenswürdigen Kontexts, in dem Informationen eingeschleust werden, die eben nicht mehr vertrauenswürdig sind. Wie das geht, schauen wir uns gleich an. In eine ganz ähnliche Kerbe schlagen die SQL-Injections. Da wird halt eben kein Skript eingeschleust, sondern ich gehe noch eine Ebene tiefer und versuche das Ganze gleich in der Datenbank abzufackeln. Übersende da also irgendwelche SQL-Befehle, die mir das Ganze dann aushebeln. An der Stelle gibt es eine wichtige Regel. Sämtliche Daten, die uns übermittelt werden, sind per Definition schuldig. Wir sind keine Juristen, wir haben eine umgekehrte Unschuldsvermutung und wir haben auch kein Indubio pro reo, könnte im Zweifel für den Angeklagten sein, sondern wir gehen davon aus, was immer wir übermittelt bekommen, ist gegebenenfalls nicht das, was wir eigentlich haben wollen. Deswegen ganz wichtig, wenn ihr Dinge programmiert, trefft keine Annahmen. Das werden schon die Daten sein, die ich da haben will, sondern überprüft diese Sachen, vertraut diesen Daten nicht,
sondern arbeitet nur mit den Sachen, die ihr auch wirklich dingfest machen könnt, die ihr abprüfbar zur Verfügung habt. Und ein dritter wichtiger Punkt, lehnt euch nicht entspannt zurück. Was ich heute erzähle, kann morgen um andere Szenarien angereichert sein. Schleift eure Werkzeugkisten nach an der Stelle, heißt es. Was haben wir in der Kiste? Zum Beispiel das Thema Datenüberprüfung oder Validation. Ein sehr einfaches Thema zur Validierung von Daten ist, ich habe eine Liste von Sachen, die dürfen sein. Ja, nein, vielleicht. Das sind die drei Sachen, die ich zulasse. Alle anderen Werte, die ich in dem Feld eingebe, werden abgewiesen, werden gedroppt. Oder auch, was an der Stelle recht gut funktioniert, ich sage jetzt mal T-Shirt-Größen. XS, S, L, M, XL, 2XL, alles andere kann ich ausschließen an der Stelle. Schwierig wird es dann, also definierte Werte, die einfach nur akzeptiert werden. Schwierig wird es dann, wenn ich Daten habe, die ich nur von ihrer Art her beschreiben kann, aber nicht mehr konkret festmachen kann. Vornamen als Positivliste zu pflegen, ist ein Unding. Also muss ich mir an der Stelle mit einer Tauglichkeitsprüfung, einem Qualifying helfen. Und da gibt es sowohl in PHP als auch in WordPress ein paar Funktionen, die wir dazu hernehmen können. In PHP mal ganz einfach. Macht das? Jetzt macht das. Sowas, habe ich überhaupt einen Boolean-Wert zum Beispiel? Oder auf der WordPress-Seite, ist das eine gültige E-Mail, die ich dort eingespeist bekomme? Das ist eine einfache Prüfung, die ich übermittelt bekomme. Einfach diese Funktion aufrufen, ist E-Mail und ich kriege ein paar Dinge einfach abgeprüft, ist es möglich, dass das funktioniert. Kommen wir zum ersten lyrischen Moment des Tages. Ich hoffe, man kann das lesen. Wer kennt das Zitat? Kommt es irgendwem bekannt vor? Okay. In diesem Augenblick ist alles perfekt. Die Weichheit des Lichtes, dieser feine Duft, die ruhige Atmosphäre der Stadt. Sie atmet tief ein und das Leben erscheint ihr so einfach, so klar, dass sie eine Anwandlung von Liebe überkommt und das Verlangen der gesamten Menschheit zu helfen. Diese Hilfe und diese Perfektion ist etwas, was uns in WordPress unter WP Includes Cases begegnet. Cases ist ein Reverse-Akronym für Cases, Strips Evil Scripts, also filtert mir bösartige Script-Elemente aus. Und die haben tatsächlich eine Widmung reingebracht in ihren Code, der mit diesem Zitat in Verbindung zu bringen ist. Und der stammt aus der wunderbaren Welt der Amelie und tatsächlich gibt es dort eine Widmung für die Hauptdarstellerin und den Regisseur. Kriege ich das hier? Kommt da? Technik? Nein, es steht tatsächlich dedicated to Audrey Tautou und Jean-Pierre Jeunet. Der steht unten als Kommentar tatsächlich drin. Okay. Kommen wir zum zweiten poetischen Teil. Der Slogan von WordPress, Code is Poetry. Wenn dem so ist, dann sage ich, WP Includes Formatting ist Sicherheitslyrik. Da sind jede Menge Funktionen drin, die wir brauchen können für die Datenaufbereitung, der sogenannten Sanitization. Nee, das ist vorgesehen, das ist Standard, das funktioniert da. Ah, to sanitize, desinfizieren und reinigen. Also nochmal im Gegensatz, Validierung heißt, ich will Daten, die bestimmte Merkmale aufweisen, die ich abprüfe. Umgekehrt bei der Sanitization geht es darum, dass ich Daten, die ich wieder ausgeben will, von bestimmten unerwünschten Inhalten befreie. Und da kommt eben genau diese Formatting ins Spiel. Da sind sehr viele dieser Funktionen drin zu finden. Noch in ein paar anderen Ecken, aber im Wesentlichen gibt es da unter Formatting diese entsprechenden Sanitize-Funktionen.
die wir jetzt mal alle einzeln durchgehen. Nein. Genau, weil ihr Code lesen könnt, weil ihr die Formatting einfach mal aufruft und reinschaut und feststellen könnt, bei Sanitize E-Mail eben, dass da bestimmte Sachen ausgezippt werden oder HTML oder solche oder Filename. Das, denke ich, ist relativ selbsterklärend. Deswegen können wir uns das an der Stelle sparen, sondern lieber den allgemeinen Wahlspruch mitnehmen. Validate Input und Sanitize Output. Also prüfen und wieder ordentlich aufbereitet ausgeben. Wir haben gesagt, wir gehen noch ein drittes Thema an. Die Cross-Site Request Forgery oder webseitenübergreifende Anfragefälschung heißt, ich kriege einen arglistigen HTTP-Request untergeschoben an der Ecke, wenn ich schon angemeldet bin. Ich kriege einfach nicht das, was ich eigentlich haben will. Das heißt, meine Intention wird verfälscht. Und dafür gibt es in WordPress die sogenannten Nonces. Nonces heißt schlicht Numbers Used One, wenn man so will, ein Einmalpasswort. Das ist nicht ganz die reine Lehre in WordPress, weil es ist zum einen nicht numerisch, sondern alphanumerisch, was da erzeugt wird. Ist auch nicht so ganz einmalig, sondern eine Lebensdauer von 12 Stunden, die es hat, was für unsere Zwecke aber komplett ausreichend ist. Und wichtig ist, ich kriege, wie gesagt, meine Intention überprüft. Das, was ich dort abschicken will, kriegt über dieses Nonce sozusagen ein Token mit, der anschließend nochmal wieder gegengeprüft wird. Das heißt, beim Aufruf eines Formulars wird so ein Nonce erzeugt und gesetzt und bei der Übermittlung wird der anschließend nochmal abgeprüft. Damit kann ich gewährleisten, dass das, was ich vorne reingeschoben habe, auch hinten genau verarbeitet wird. So, das sind so die technischen Dinge, die wir auf der WordPress-Seite haben. WordPress ist aber nicht nur Technik, nicht nur Code, nicht nur Programm, sondern WordPress ist auch Community und da kommen wir in das Thema Qualitätssicherung, konkret in das Thema Theme Review. Ein paar dieser Sachen, so wie ich sie gerade beschrieben habe, sind auch Bestandteil des Theme Reviews. Zum einen, ich habe es mal automatisch genannt, gibt es da so ein paar Skripte, die abgearbeitet werden, Check for Bad Things, so einfache Encodings, die ausgefiltert werden oder dieser Warm-Check, der da drüber läuft. Es gibt ein paar Anforderungen, required an Security und Privacy und da taucht eben genau wieder das Thema auf, Data Validation. Gibt es einen hübschen Reader im Codex zu, wo genau diese Sachen einfach nochmal abgeprüft werden. Und es gibt auch Sachen, die unter Recommended einsortiert sind. Oder vielleicht irgendwann mal Work in Progress an der Stelle. Das sind tatsächlich Dinge, ihr seht es an dem Layout, die ich aus dem Codex rauskopiert habe. Da ist noch eine Menge Arbeit drin, sage ich einfach mal. Dazu kommen noch ein paar andere Sachen. Zum einen, Theme Reviews werden natürlich nur für die Sachen gemacht, die anschließend im WordPress.org-Repo landen. Alles, was da nicht ankommt, kommt möglicherweise auch genau deswegen nicht an, weil es durch diesen Qualitätssicherungsprozess des Theme Reviews gar nicht durchpasst. Also zum Beispiel die Tatsache, wenn ich Plugins in Themes verwende oder Plugin-Funktionalitäten, ist ein absolutes No-Go, um das Theme Review durchzukommen. Oder auch, wenn am Customizer vorbeigearbeitet wird. Auch das ist was beim Theme Review mit abgestraft wird. Also das ist zum einen zu beachten, dass ich da an der Stelle wirklich nur eine sehr bestimmte Auswahl von Dingen habe, die diesen Qualitätssicherungsprozess durchlaufen. Das zweite ist zum Beispiel ab der Abteilung Required, sind wir an dem Punkt, wo ich dem, der das Theme sich anschaut, vertrauen muss, ob der das auch alles richtig einschätzen kann. Bego, ich weiß, du machst solche Geschichten oder hast solche Sachen mal gemacht. Gibt es andere, die schon Theme-Reviews durchgeführt haben? Irgendwelche Meldungen? Keine. Ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. Ich habe meine Zweifel, ob jeder wirklich diese ganzen Sicherheitsgeschichten wirklich auf dem Schirm hat, wenn er sich ein Theme anguckt. Weil die meisten das unter dem Thema Unit-Test betrachten. Werden die Sachen richtig dargestellt? Ist Accessibility gewährleistet? Kriege ich alle meine ganzen verschiedenen Klassen ordentlich aufgelöst? Das sind Themen, die im Theme Review klassisch vorkommen. Sicherheit steht zwar da drin, ob das immer qualifiziert eingehalten wird,
Ich sage ja, ich habe ein bisschen meine Zweifel. Dann gucken wir uns das Gleiche mal für das Thema Plugins an. Oh mein Gott, es gibt es nicht. Doch gibt es wohl, wenn da vorne das hübsche VIP auftaucht, dann findet sich tatsächlich unter dieser URL eine solche Liste von Dingen, die in einem Code Review bei WordPress vorkommen können, sollen, dürfen, werden, wenn denn genügend Geld dafür eingeworfen wird. Auch da sehe ich durchaus Verbesserungsbedarf, dass ähnlich wie Themes eben auch Plugins reviewed gehört. Ihr wisst es selber aus der Anwendung, gerade die, die schon mal selber Code in den Fingern hatten, man lädt sich irgendwas runter und denkt, das könnte das sein, ich kann vielleicht auch dran weiterarbeiten und es ein bisschen ausprägen und dann guckt man rein und eigentlich hat man die letzte Grütze vor sich. Passiert leider oft genug. Das wäre für mich ein Riesenthema, wo WordPress sich weiterentwickeln sollte. Ein weiteres Thema. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, nee, war es eigentlich gar nicht. Ich habe einfach mal den CMS Garden durchforstet, was wir alles für so gängige Content-Management-Systeme haben und habe dann anschließend mal den Namen des Content-Management-Systems ergänzt um Security in die Suchmaschine eingegeben. Da kriege ich bei fast allen mit ganz wenigen Klicks eine hübsche Liste von Namen, von Bildern, von Mailadressen, alles da. Wenn ich das Gleiche für WordPress mache, kriege ich das hier. The WordPress Security Team is made up of 25 experts, including lead developers and security researchers. About half are employees of Automattic and a number work in the web security field. We consult with well-known and trusted security researchers and hosting companies. Andrew Nathan, 2013. Dieser Satz ist wie Pudding an die Wand nageln. Da steht nichts drin. Bis zu 25, die Hälfte etwa, Automatic-Leute, well-known, trusted, das ist alles bla bla. Entschuldigung, ohne dem Andrew Nathan zu nahe treten zu wollen. Erstens, die Frage ist, ist er da überhaupt noch mit drin in der Veranstaltung, nachdem er einen anderen Job hat im Weißen Haus? Und zweitens, wer sind denn die anderen 25 oder auch nur 20 oder auch vielleicht nur 5? Keine Ahnung, das sind auch bis zu 25. Up of, ja, gut. Ich kann genau einen Namen davon mit Sicherheit besetzen. Seit Sevilla, seit dem WordCamp Europe, als Nikolai Bachinski als Security Char von Matt ernannt worden ist. Alle anderen 24 sind ein großes Fragezeichen, sind eine Blackbox. Ich kann deren Qualität auch nicht einschätzen. Ich kann hoffen, dass es die richtigen Leute sind, die da drauf schauen. Da hätte ich den dringenden Wunsch, dass wir bei WordPress an den Punkt kommen, zu sagen, wir haben hier eine Liste. Das dürfen auch gerne nur 10 sein oder auch nur 5. Wo ich einfach weiß, das sind die Leute, die kann ich in Sachen Security verhauen. Das hätte ich gerne. So, das waren meine Gedanken zu dem Thema. Mein Name ist Stefan Grämer. Ihr findet mich unter AdminPress und wenn ihr Fragen habt, bin ich gerne dabei. Danke. Lang noch, ne? Ich hab's auch gern. Bego. Was mir hier im Moment ein bisschen fehlt, kannst du vielleicht noch was sagen? Du hast zwar gesagt, du wolltest jetzt auf die Begriffe nicht im Einzelnen oder die Funktion nicht im Einzelnen ja eingehen. Aber als ich mein erstes Plugin geschrieben habe, war ich auch froh, dass ich überhaupt irgendwie ein Eingabeformular zu den Verstanden gekriegt habe. Und ich habe dann irgendwann gelernt, okay, das ist aber nicht sicher. Mhm. Und ich habe auch gelernt, ich muss das irgendwie validieren und fand ich da, jetzt weiß ich gar nicht, wie man es übersetzt. Aber mir ist dann überhaupt nicht in den Kopf gegangen, warum zum Beispiel zur Validierung von einem Texteingabefeld die Funktion Escape Attribute heißt. Ja, das war für mich irgendwie so. Ich wollte ja gar kein Attribut überprüfen lassen, sondern ich wollte ja eine Eingabe überprüfen lassen. Wie geht man denn da am besten vor, dass man mit einer ziemlichen Zielsicherheit die richtige Funktion findet, damit man jetzt nicht am eigentlichen Ziel vorbei validiert und dann nicht da ist? Ja, also die Antwort heißt an der Stelle, dieses gesunde Misstrauen an den Tag legen und überlegen, was könnte denn da alles reingestopft werden?
Und wie kriege ich das rausgefiltert? Und gehst du dann zum Kodex und gibst einfach Ja. verschiedene Ja, klar. Informationen Also ich ein, habe was du machst? tatsächlich mir im Vorfeld gerade diese Formatting PHP einfach mal runtergelesen, was macht es denn da im Einzelnen? Und Weil das muss man halt wirklich das machen, muss um man, zu die sehen, Arbeit muss man okay. sich tatsächlich machen, weil ansonsten hast du ja schon wieder eine Vertrauensebene eingezogen. Ach, da gibt es ja irgendeine hübsche Funktion, die nehme ich jetzt her und dann macht die hoffentlich das Richtige. Ich muss schon einmal vorher verstehen, was macht die denn tatsächlich? Über welche Dinge überprüft die denn, dass es eine E-Mail ist? Darf ich noch eine Frage Ja. anschließen? Du hast vorhin gesagt, es gibt dieses Team Review Team, das ja tatsächlich also schon gewisse Regeln aufgibt, auch was die Sicherheit angeht. Ich glaube, bei den Plugins, die im Repository sind, wird zumindest, ich nehme an, mit Skripten schon irgendwie überprüft, ob gewisse Gefahren drin sind. Aber was ist mit den Dingern, die man kauft? Sag da mal was zu ThemeForest und Co. Die Was soll Frage ich jetzt dazu? wiederholen, damit ich sie auch Ja, okay. verstehe. Also die Frage war jetzt, die erste Frage, wie überprüfe ich überhaupt, was zu validieren ist? Da war das Thema mit dem Misstrauen. Die zweite Frage, wie schaut es mit gekauften Plugins aus und wie schaut da die Codequalität aus? Es gibt, wie gesagt, keinerlei Review-Prozess für Plugins. Weder auf der freien Seite WordPress.org-Repo, ob die durch irgendwelche Skripte durchläuft, ist eine Annahme, zu der ich keinen Grund habe. Es steht einfach nirgendwo. Es kann sein, dass das so ist, aber ich weiß es nicht. Es steht nirgendwo. Das ist genauso obskur wie dieses Security-Team. Es wäre für mich eine der ersten Aufgaben von einem benannten Security, solche Prozesse, die dort laufen, einfach mal transparent zu machen. So, und dann kommt noch die nächste. Das ist ja sozusagen noch die Steigerung davon. Wie schaut es mit gekauften Plugins aus? Noch genau das Gleiche in Grün an der Stelle. Das muss ich auch unter Vertrauen abbuchen an der Stelle. Im Gegenteil, da habe ich im Zweifelsfall nicht mal mehr ein wie auch immer geartetes Security- oder Review-Team für Plugins, die da drauf schauen. Dann sind wir bei der gleichen Aussage wie jetzt Themes im WordPress-Repo gegenüber dem, was draußen auf dem freien Markt erhältlich ist. Reicht dir Das die ist eigentlich Antwort? noch schlimmer als Ja, das, es ist was eigentlich noch schlimm, oder nein, es ist in beiden Fällen im Moment der schlimmst anzunehmende Fall, nämlich dass wir nicht wissen, was da passiert. Im Zweifelsfall, wenn du es wirklich sicher haben willst, kasperst du dieses Plugin einmal durch, machst dann Quellcode auf, liest durch, ob da alles ordentlich gemacht ist. bevor wir jetzt alle ganz deprimiert nach Hause gehen, was ein bisschen nicht war, muss ich nachfragen. Wie geht man denn jetzt am besten vor, dass man sich nicht allzu arge Klöpse reinholt? Schwierig. Also sagen wir mal so, Danke. ja, die Frage war, wie kriege ich das hin, dass ich mir da wirklich keine Läuse in den Pelz hole? Wie lösen wir das Thema, dieses Dilemma, was wir ja ganz offensichtlich haben, wie lösen wir es aktuell auf, bis es denn mal möglicherweise so einen Plugin-Review-Prozess geben mag, ohne dass ich alles Mögliche durchstöpsel. Im Moment können wir uns eigentlich nur grob orientieren. Dinge, die häufig genug verwendet werden, werden in aller Regel auch häufig genug gepflegt. Also ich habe die klassischen Auswahlmethoden, die mir im WordPress.org-Repository von Plugins zur Verfügung stehen. Wie ist sowas geratet mit Sternen? Wie viele Leute haben das im Einsatz? Wann war denn das letzte Update-Datum von dem Ding? Anhand dieser Vitalität eines solchen Plugins kann ich zumindest ungefähr einschätzen, dass daran gearbeitet wird. Wenn viele damit befasst sind, wird hoffentlich auch qualitativ hochwertig gearbeitet. Weil auch viele Leute möglicherweise auch schon mal den Blick tatsächlich ins Hinterzimmer geworfen haben und die sich den Code angeschaut haben. Aber das sind auch nur Abstraktionen an der Stelle. Bitte. Marc. Kommentar dazu. Ja. Es gab ja dieses Jahr den Fall, dass sehr viele Plugins eine Funktion von WordPress missverstanden haben, weil sie im Codex missverständlich dokumentiert war. Das waren ja auch ausreichend berühmte Plugins, weil an der Stelle war ja dann der Vorteil, dass diese meistgenutzten, gut reviewed, also gut bewerteten Plugins dann entsprechend auch kurzfristig und schnell eben reagiert haben, um die Lücke zu schließen. Geschützt, auf so etwas reinzufallen, aber bei denen darf man davon ausgehen, dass sie dann Ja. dementsprechend gewartet werden. Also der Hinweis war jetzt gerade an der Stelle, selbst bei großen und namhaften Plugins, wie dieses ja tatsächlich passiert,
kann es vorkommen, dass solche Sicherheitslücken mal auftreten, dass die erkannt werden. Aber durch diese Größe und diese Bekanntheit ist auch die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass die auch relativ schnell einen Fix anbieten. Teilweise auch durch das WordPress Core Team, Security Team, wer immer das sein mag, auch mitgetrieben. Was denn? Nee, das war die Escaping-Funktion, genau. Mhm. Bitte. Okay. Also, die Frage war, gibt es irgendein Muster, nachdem Seiten mal geknackt werden oder nicht geknackt werden? Sprich, einer, der viel Aufwand treibt, ist nicht automatisch deswegen sicher. Umgekehrt, einer, der, ich fand den Begriff wunderbar, ich wiederhole den gerne, sich als Sicherheitsschlampe bezeichnet und eigentlich nicht wirklich dran weiterarbeitet, behält seine Seiten am Leben. Das ist einfach nur eine Frage von Auffälligkeit und auch nur eine Frage der Zeit, sage ich jetzt einfach mal. Weil Bots sind da komplett stur und die, wenn das einmal entdeckt ist, probieren die Dinge auch einfach durch an der Stelle. Also vielleicht auch nochmal zur Intention, warum werden Seiten überhaupt gehackt? Es interessiert kein Mensch, was da drauf ist, in den allerwenigsten Fällen. Es gibt so ein paar politisch motivierte Dinge, wo dann gezielt Inhalte mal attackiert werden. Aber der Normalfall heißt eigentlich, hey, da steht ein Server, der hat ein Sendmail, der hat irgendwelchen Speicherplatz für Schmuddelbildchen, der kann irgendwelche Botnetzaktionen für mich mit ausführen, weil er CPU-Leistung hat, der kann irgendwas, der hat Bandbreite. Her damit, das nehme ich mir. Und wenn es eine leichte Beute ist, weil da irgendein automatisch abzuprüfendes Loch zu entdecken ist, dann nehme ich mir den halt her. So schlicht sind da Bots an der Ecke. Und insoweit, wenn Seiten keine allzu große Auffälligkeit haben, dann sind sie einfach nur noch nicht dort angekommen. Das ist dann nur ein, es ist nicht gehackt, sondern es ist nur noch nicht gehackt. Ja, ich habe zum Beispiel, ja, die Frage ist, wie finde ich denn überhaupt raus, ob meine Seite gehackt worden ist? Eigentlich nur, indem ich weiß, was auf meiner Seite passiert. Wie schauen denn meine Dateien aus, die da liegen? Habe ich die überprüft? Sind es immer noch die gleichen wie gestern? Also so einfache Dinge wie, ich mache einfach mal einen Abgleich alt gegen neu in meinem Dateiverzeichnis. In dem Fall halt automatisiert zum Beispiel über irgendwelche Hashes, die ich abgleiche, weil es schneller geht. Wer ballert denn hier eigentlich drauf? Wer fragt denn da an und was fragt der eigentlich an? Ist der permanent ist der auf meinen Inhaltsseiten unterwegs oder versucht er eigentlich nur hinten in WP-Admin reinzufeuern? Auch ein klassischer Fall. Oder auch 404er-Verstärkte, also Seiten, die nicht gefunden werden. Warum werden sie nicht gefunden? Weil es die bei mir gar nicht gibt. Aber weil die Bestandteil von irgendeinem Theme, Plugin, bla 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 sind, wo hinten dran noch irgendwo was drinsteckt, was ich angreifen kann. Dann rufe ich die halt einfach hart gecodet auf und stelle fest, schade, gibt es da nicht, also habe ich ein 404 produziert. Da gibt es entsprechende Tools für, um sowas zu überwachen. Empfehle ich dringend. Einfaches Thema, was sich jeder da mal auf die Platte ziehen kann, iTheme Security. Gucken, welche Möglichkeiten da drin sind. Gucken, was ich davon haben will. Muss man nicht immer alles hernehmen. Ein paar Dinge einschalten, ein paar Dinge auch mit Vorsicht genießen, weil sie datenschutzrechtlich möglicherweise nicht ganz koscher sind. Und dann habe ich aber zumindest so ein Grundgerüst, wo ich schon mal so ein paar Sachen ordentlich mit abfackeln kann. Weitere Fragen? Keine? Danke.